Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer heiligen Mutter, ist die Kamera. Herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge, heute von einem Spiel, was ihr alle noch nicht spielen dürft, denn ich habe einen Code bekommen. Aber bevor ich euch erzähle, wie ich den Code bekommen habe, eine Sache jetzt. Folgt mir auf Instagram. Instagram ist wichtig für mich in meinem Leben. Auf Instagram heiße ich Insta-Waffel. Wer mir jetzt nicht folgt, der kriegt nichts von diesen geilen Nintendo-Gewinnspielen, die da immer stattfinden. Also folgt mir jetzt auf Instagram. Danke! Gut, ich habe den Code bekommen, weil ich zu PuffDiePie geschrieben habe. So ungefähr lief das ungefähr potenziell ab. Und dann hat der Code rumgeschickt. Wie viele andere werde ich, das höchstwahrscheinlich jetzt auch schon mal nett zocken, habt ihr so eine Rundmail bekommen. Das ist ein Spiel, was in Kooperation mit den Goat Simulator Leuten gemacht hat. Ist ein bisschen wie Happy Wheels, aber verrückter. Let's do it! Erstes Level habe ich schon gespielt. Das kann ich machen. Oder Pilot. Was ist... Ah, Pilot. Ethan! Den habe ich freigeschaltet. Das ist halt ein Faultier. Hüte? Ich habe keinen Hut. Was habe ich gedrückt? Ach, was ist das? Hallo! Ach du heilige Mutter Gottes, warum mache ich das denn? Also man kann sich im Prinzip ganz easy bewegen und hoch und runter spielen. Das ist momentan die Story und es ist so wie Happy Wheels, weil man da auch Level machen kann. Oh mein Gott, und ich hoffe, wenn das rauskommt, kriegt man mal ein paar schöne Level. Okay, das ist jetzt ziemlich, ist sehr geradlinig. Ja, Level 1. Das ist im Prinzip nur geradeaus. Was ist das denn? Hallo? Ich glaube, diese Gorilla-Dinger sind gut. Ich habe es noch nicht rausgefunden, weil ich echt noch nicht viel gezockt habe. Aber ich glaube... Oh, guck mal, da gibt es ein Auto. Hallo? Oh, doch nicht. Hä? Warum gibt es kein Auto? Ach, du heilige Mutter. Ah, da ist ein Auto. Hallo, Toilettenwagen. Alles gut. Alles entspannt. Leute, alles easy. No problemo. What's up? Oh, das war sehr weit, Alter. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich es hinbekomme. Sind die gut oder schlecht, die Sachen? Okay, die sind... Da ist immer so ein Affe. Ich habe das Gefühl, der Affe wird irgendwann nochmal voll unser Endgegner. Hey! Oh Gott. Okay, warte, wir nehmen Anlauf. Let's do this! Bruh! Und Backflip. Ha! Hab geschafft, hab geschafft, hab geschafft. Alles legit, alles gut. Oh Gott, na, aber, na, oh Gott. Oh Gott! Alter, uiuiuiui. Also ich komme hier ganz gechillt durch eigentlich, muss ich sagen. Hi, geht das runter? Da waren Stacheln dran, auch nicht schlimm. No problemo. Ey, Alter, ich bin der übelste... Oh, oh. Bro! Oh Gott. Oh. Nice, Alter. Was geht hier? Oh Gott. Okay. Ja, easy. Das ist auf jeden Fall übelster Schwachsinn. Aber genauso was liebe ich, ja. Jetzt sehen wir hier, wir können jetzt nächste Level gehen. Aber was mich natürlich interessiert, sind schon jetzt Selfmade-Sachen. Weil ich glaube, es ist ein Beta-Access. Ich weiß es nicht. Ich packe euch den Link auch mal in die Beschreibung. Und ich gehe mal kurz auf Community. Weil ihr seht das schon, das ist im Prinzip so ein Auswahlmenü. Wie auch dann bei irgendwas. Happy Wheels. Naja, gut. Ich nehme jetzt den mal und dann bleibe ich bei Ethan. Ethan! So ein Spirit Animal, Alter, ein Faultier. Alles klar, gut. Wir können jetzt direkt mit dem Wagen anfangen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was hier ansonsten passiert. Hallo. Okay. Wir fallen. Okay. Ich gebe jetzt einfach mal ein bisschen mehr Gas dazu. Ist das richtig, Leute? Ich weiß nicht, was es ist. Oh mein Gott. Okay, ich habe auf jeden Fall was nicht richtig gemacht. Muss man nach vorne? Vielleicht einfach weiter nach da. Ich glaube dran, Leute. Ich glaube dran, dass wir das hinkriegen. Los, Ethan! Guck mal, wie zielsicher er da drauf sitzt. Ethan! Okay, irgendwie kommt man die ganze Zeit nur immer ans Ende. Hm. Vielleicht brauchen wir auch einfach ein anderes Level-Browser. Das ist ganz cool, dass man da wenigstens reingehen kann. The Raid Volume 2. Ich bin voll bereit. Ich krieg's hin. Also im Hintergrund ist eine Karte. Was ist das? Kann man da durch? Nee, kann man nicht durch. So oder sicher, dass man da nicht durch kann. Mit Kraft! Okay, nee, alles gut. Da kann man nicht durch. Okay. Oh, Ethan ist so mein Spirit Animal. Ha! Okay. Okay, ich hab den Teleporter fertig gemacht. Ach du Heiliger, was ist das denn? Hallo! Oh Gott, das ist ein Dynamit-Ding. Oh Gott, ich will nicht, dass so ein Dynamit-Ding ist. Nein, 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 warum? Oh, nicht gut, Leute. Oh, nicht gut. Perfekt! Oh Gott. Okay.
Oh, Heiliger. Jetzt muss ich mich darauf rollen. Okay, ich habe auf jeden Fall was fertig jetzt gerollt. Ach du Heiliger, man muss dann mehrere Sachen freischalten. Das ist ja genial. Leute, das ist ja genial. Guck mal, jetzt kann ich nämlich hier durch und dann kann ich den zweiten freischalten. Was macht der zweite? Der macht das da hinten auf. Oh Gott, das ist komplex. I like it. Komm her, Ethan. So. Und so. Und so. So, komm. Und wir brauchen den Anlauf, Leute. Okay, wie kommen wir da hoch? Leute, wir müssen einen Weg finden, da hochzukommen. Oder einfach hier rüberspringen. Das ist die große Frage jetzt. Was ist richtig? Und... Oh Gott, das haben wir geschafft. Oh mein Gott. Okay, das war anscheinend... Wie komme ich denn da rüber? Und... Alter, da komme ich doch nicht rüber. Wie komme ich denn da rüber? Ich komme da niemals rüber. Okay, wir müssen vielleicht schneller sein. Sekunde. Ethan, du und ich. Ha! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh, oh Gott. Oh Gott, nein, nein, nein. Oh Gott, alles gut. Gut, alles entspannt. Und zwei. Und 15, oh Gott. Und 8 und 9, 39. Schuh. So, Faultier nehmen und dann sagen, wir müssen schneller rüber. Nein. Okay, kein Problem. Mit der nötigen Ruhe muss da rangegangen werden, Leute. Okay. Okay, das Ding wabbelt jetzt nochmal. Oh, Is! Oh Gott, doch nicht. Ich hab nichts gesagt, alles okay. Okay, alles gut. Nach da? Oh Gott. Nein! Oh Gott, das war wie mein Leben gerade. So eine kurze Zusammenfassung von meinem Leben. Oh. Okay. Und. Hä? Okay, alles. Oh Gott. Ah. Oh Gott, wer erstellt denn auch so ein komplexes Level? Alter, das spielst du doch noch gar nicht so lange draußen. Und. Okay, alles entspannt. Und durch. Oh Gott. Heilige Mutter, was soll ich denn hier noch alles machen? Was ist es denn bitte? Was ist das für ein Leben? Okay, Checkpoint. Checkpoint ist hier. Und. Ups. Und. Hoppa. Ui, da war lange kein Checkpoint. Jetzt müssen wir mal gucken. Hallo, warum werde ich denn hier so. Hallo. So, einmal hier. Oh Gott, einmal. Oh Gott, bitte komm wieder. Bitte komm wieder, du warst mein Leben. Wo bist du? Mein. Das ist jetzt komplett weg. Willst du mich verarschen? Brauch dich nicht. RIP. Okay. Ich möchte bitte nicht die ganze Zeit getreten werden von der Plattform. Dankeschön. So. Als ob. Oh Gott, heilige Mutter, ist das schwer. Und. So, Perfektion, Leute. Nein, ich bin wieder. Oh Mann, ey, man muss gut aufkommen. Das ist das Ding. Das Geheimnis eines jeden Rückens ist gut aufkommen. Ah, der Backe. Okay. Ah Gott, das hat ja nochmal nicht geklappt. Oh nein. Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass das dreimal hintereinander ist. Man muss einfach schneller Leertaste drücken. Das ist das Geheimnis. Und. Oh Gott. Doch nicht. Okay, man fliegt auch höher, wenn man dann nochmal eine Leertaste macht. Oh Gott. Perfektion, Leute. Perfektion. Was ist das? Was passiert jetzt? Wo bin ich? Was passiert jetzt? Unten? Ist das letzte aufgegangen? Nee, das letzte ist immer noch nicht aufgegangen. Verdammt. Hallo. Ich muss wieder runter. Entschuldigung. Aber. Was geht jetzt auf? Was ist das? Was geht auf? Was ist aufgegangen? Ich verstehe es nicht. Was ist aufgegangen? Ich möchte wissen, was aufgegangen ist. Ich habe doch alles gemacht. Leute, das Level ist mir zu komplex. Wir brauchen was Krankes. Zero G? Ich brauche nichts außer mein Gleichgewicht. Okay. Was ist das? Warum bin ich in der Rakete? Ich glaube einfach, es war keine tolle Idee. Die Rakete kippt. Da war eine Wolke, die gelächelt hat. Oh mein Gott. Als ob ich jetzt wirklich im Weltall bin. Oh Gott. Und. Hey! Ach du heilige Mutter. Und. Jesus. Was ist das denn? Ich hab ne. Oh mein Gott, ich hab ne. Oh, ich hab ne. Oh Gott, ich hab ne Badewanne, wollte ich sagen. Oh Gott. Schnell. Was macht man denn jetzt? Oh Gott. Hallo. Ich würde sehr gerne irgendwie. Fliegen. Was ist das denn für ein Ding hier? Oh Gott.
Warte, ich gehe da durch. Ich gehe da durch. Und hoch. Und da lang. Okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber let's try. Ne, okay, es geht nicht mehr weiter hoch. Runter. Okay, das ist nicht richtig. Oh Gott, das erinnert mich irgendwie an so einen alten Space-Shooter. Wir müssen hoch. Ich würde ja sagen, schwierig zu kontrollieren ist eine Sache, aber das ist ja nicht mehr kontrollierbar. Okay, was machen wir? Wir fallen, glaube ich, jetzt wieder nach unten. Kein Problem. Guck mal, er ist wieder siegessicher. Ich glaube, wir sind falsch. Danger. Die ganzen Level irritieren mich. Aber das sind ja, wie gesagt, auch erst diese Development-Sachen, ne? Also, Ding Dong. Hört sich an wie mein Leben. I love it. Hi. Alter. Was ist denn hier falsch? Mehr Anlauf, keine Probleme. Oh, nein. Oh Gott, doch. Oh, oh. Okay, kein Problem. Warum kämpfe ich gegen mechanische Überaffen? Nur als Frage generell. Frag für einen Freund. Oh, hallo, großer Affe. Tschüss, großer Affe. Oh Gott, doch nicht tschüss, großer Affe. Ah, 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 ah. Alles gut, bin drin. Aber wenn man das alles auch erstellen kann, wenn es dafür so einen Level-Creator gibt, ey, das wird richtig krass, Leute. Oh Gott, ist alles nicht gut. Leute, alles, was in einem Fass passiert, ist nie gut. Ich muss gerade sagen, symbolisch passt nichts besser zu meinem Leben, als was ihr gerade hier auf diesem Bildschirm seht. Es ist einfach mein Leben. Ich bin gefangen in einem großen... Ach, du heilige... Oh Gott! Oh Gott! Oh, ey, mir ist schlecht langsam. Oh Gott, in welche Richtung muss ich fahren? Ich weiß gar nicht, in welche Richtung man fährt dann. Muss ich das anhalten? Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist wieder der Kloppaffe. Ist das richtig jetzt? Oh nein. Magnet, Magnet, Magnet. Wohin fällt man dann? Alter, ohne Mist, was ist das denn für ein kranker Ride? Das ist ja wie so ein Don't Touch This Thing. Oh Gott. Ja, das war auf jeden Fall komplett... Als ob das gerade passiert ist. Ich muss da drüber irgendwie. Kein Problem für jemanden mit Skill. Ach, du heilige Mutter. Okay, gut. Alles entspannt. Es geht. Es geht, Pieps. Oh, bitte nicht nochmal in so ein Fass. Ne? Ich schwöre dir, ich raste dann aus. Was ist das? Was ist das? Das waren Kanonen, die nicht geschossen haben. Kanonen, die nicht schießen, heißt immer, da kommen noch Kanonen, die definitiv schießen werden. So, und da geht's jetzt hier perfekt durch, Amale. Oh, du heilige Mutter. Okay, ja. Perfekt, würde ich mal sagen. Also, ich muss sagen, fand ich übel geil. Sterne. Also, es ist auf jeden Fall übel fett gemacht. Editor haben wir hier direkt auch dabei. Wir können gerne mal reingucken, um so kranke Level zu machen. Also, es muss auf jeden Fall einiges an Stuff da sein. Ihr seht das schon, was da gemacht wird. Es ist, glaube ich, so ein crazy Goat Simulator Schrägstich Happy Wheels Ding. Und man merkt hier, wie gesagt, ihr könnt hier dann einiges machen und auch direkt, also da ist was drin. Ich weiß nicht, ob es was kosten wird. Ich glaube nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, bei irgendwelchen PewDiePie-Spielen. Ich finde es sehr lustig und ich finde es auch mal cool, da ein bisschen früher reinzugucken. Also ab gestern durften wir hochladen. Ich habe es einen Tag später hochgeladen, weil Sims ansteht. Und Sims, darauf muss Verlass sein, das kommt dann, wenn es kommt. Weil das mögen sehr viele von euch. Falls ihr da noch nicht reingeguckt habt, würde ich es euch auf jeden Fall mal empfehlen. Sehr, sehr lustig. Und ihr entscheidet das Spielgeschehen in-game natürlich mit in den Kommentaren. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Einen schönen Tag euch noch. Und schreibt mir mal, ob ihr das mehr sehen wollt. Und vergesst natürlich den Daumen nicht. Das würde mich sehr freuen. Tschüss, ne? Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss!